Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Das ist Folge 100. 100 Folgen schon, yay. Und dabei habe ich das Spiel jetzt noch gar nicht so lange laufen, aber ich habe mich halt reingehängt. Und wenn ihr das Spiel seht, dann sind sowieso schon viele Monate ins Land gegangen. Ich bin hier immer noch in Vault 88 dabei, die Umgebung zu erkunden. Und jetzt brauche ich mal die lokale Karte, dass ich nicht alles zweimal mache. Ja, ich finde die nicht sehr hilfreich, sorry, aber unübersichtlich diese Karten. Da wäre mir eine einfachere Darstellung lieber. Da geht's schon weiter. Wir müssen aber vorher die Werkbank finden. Ich glaube, wir sind hier ziemlich richtig. Oh, es ist ja auch mit übleren. Da waren wir schon, oder? Ja, das ist leer. Wenn die da auch leer ist, war ich hier schon, dann komme ich von dort. Okay, Kommando zurück. Also wieder hinter. Nick wird sich auch denken, was macht sie denn? Rennt wieder auf gescheichte Henna umeinander. So, ich könnte jetzt vermutlich. Nö, könnte ich nicht. Ist verschüttet. Okay. Es gibt hier irgendwo noch einen anderen Zugang. Aber den werden wir auch erst finden müssen. Ah ja, da ist noch was. Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Doch. Den habe ich schon umgehackt. Ja, Werkbank, ne? Wir sind auf der Suche nach der Werkbank. Gut, dann sind wir wahrscheinlich schon dran vorbeigelaufen und ich habe es nicht gesehen, ich Blindfisch. Dann gehen wir zurück. Hier geht es jedenfalls nicht weiter, da ist Ende Gelände. Aber jede Menge radioaktives Material gibt es hier, das sollten wir auch. Ah, da oben. Das sieht mir nach Werkbank aus, oder? Meistens ist da auch ein Hinweisschild Nordsektor, so wie hier. Also ich glaube, hier sind wir prinzipiell nicht falsch. Da drüben, da ist er doch. Ach, es ist doch sogar auf der Mini, auf Kompass unten markiert. Das funktioniert ohne eine Steuertafel nicht. Verdammte Axt. Habe ich eine Steuertafel übersehen? Mal schauen, was das ist, was hier noch 60 Schritt entfernt ist. Wahrscheinlich ist das die Steuertafel. Das Spiel ist ja da sehr hilfreich. Aber wenn man die Anzeigen nicht beachtet, muss man halt rumeiern. 15. War diese Anzeige vorhin auch schon zu sehen? Gut, Steuertafel hätten. Sind wohl wirklich verschieden. Dum-di-dum-di-dum. Irgendwann im Laufe der Folge muss ich mal ein Gespräch mit Valentine führen. Vielleicht gibt's schon eine Option zu einer höheren Vertrauensstufe. So, genau. Und jetzt müssen wir uns den Weg weiter rausschrotteln. So, das brauchen wir alles nicht. Das ist nur. Ja, gut. Nutzloses Zeug. Was heißt nutzlos? Ist das nett? Das sind Rohstoffe für uns. Also, so darf ich das nicht sehen, ne? Also, ich brauche auf jeden Fall radioaktives Material. So, geht eigentlich fix, ne? Wenn man ein bisschen Übung hat. Ich muss ja jetzt auch noch nicht alles wegräumen, aber. So grob rumpel ich jetzt da mal durch die Feinarbeit, mache ich dann offscreen irgendwann mal. Aber ich muss auch die Fenster, ja, dieses radioaktive Zeug kann ich jetzt verschrotten. Und dann Uran, das war Urangestein eben, das muss ich euch bei nächster Gelegenheit nochmal zeigen. Hier da Uran, das ist. Ra oh, jetzt habe ich es zu schnell weggeklickt, verdammt. Naja, ist jetzt das letzte Uran, das wir finden. So, diese Waggons kann ich leider nicht verwerten. Wir finden hier genügend Uran, dass wir einen
einen großen Reaktor bauen werden. Und das ist auch Sinn der Übung hier gerade. Ich möchte gerne, das lasse ich jetzt mal stehen, dass auch Plastik, das umgestürzte Dings kann weg. So, was haben wir hier noch? Kann ich das wegräumen? Nein, das ist dann schon die Grenze. Aber das hier ist alles noch Volt. Ich könnte hier auch bauen, wenn es mir Spaß macht. So. Irgendwo ist hier noch was Radioaktives. Da drüben ist Erz. An den Decken ist auch ab und zu welches. Da muss man auch mal hingucken. Das lasse ich. Die Beleuchtung ist mir ganz recht hier. Ich kann sie wahrscheinlich auch gar nicht verschrotten. So. Alles angucken. Da. Wieder Uran. Kalkstein. Daraus kann man, glaube ich, Beton gewinnen. Das da weg. Noch mehr Kalkstein. So, und irgendwo werden wir dann eine Wand finden, die wir einreißen können, und dann finden wir den, können wir den nächsten Bereich finden. Und irgendwo gibt es dann auch heftige Kämpfe. Also das bleibt nicht so friedlich, wie es jetzt ist, das kann ich euch versprechen. Genießen wir einfach mal, dass es mal nicht so rund geht. So. Das da lasse ich, da kann ich ein Bett reinstellen, wenn es mal Spaß macht. Im Moment brauche ich den Platz nicht anderweitig. So, und das hier sieht mir... Das hier sieht mir... Genau, seht ihr diese gelbe Umrandung? Da geht's weiter. Jetzt werden wir kämpfen müssen. Oh, legendäre Alpha-Tod ist gerade. Gott sei Dank macht die Waffe, die ich gerade mache, stark Rückschlag bei dem. Puh, das habe ich anders in Erinnerung. Also das ging glimpflich, da hatte ich zufällig die richtige Waffe ausgewählt. Das hätte anders enden können. So, ab und zu mal das Baummenü wieder aufrufen. Sonst... Das ist eine unangenehme Eigenschaft von dem Spiel, sonst... Oh, die hab gar nicht ich getötet, das war das Viech, ne? Aber das Malwurfrattenfleisch kann ich gut brauchen für meine... Für meine Mutantenhunde-Geschichte, beziehungsweise die Insektenfallen brauchen das, ne? So, ab und zu mal wieder aufrufen, damit das nicht verschwindet. Das war... Jetzt sind wir mal gespannt, was die Todeskralle drin hat. Ein was? Ein Unterhebelgewehr? Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Steckt das Ziel in Brand und verursacht 15 Punkte Schaden. Das hat ja so einen komischen Bügel. Man sieht es jetzt nicht gescheit, ne? Jetzt sieht man es also... Oh. Ah, das ist das Ding zum Nachladen. Man tut das Ding nach vorne klappen, zurückklappen und hat nachgeladen. Okay, Todeskrallengedöns... Ich muss mich langsam zurücknehmen. Ich hätte nichts dagegen, nie mehr so ein Ding betreten zu müssen. Na komm, ist doch kuschelig hier. So. Wir verschrotten weiter. Uran. Und hier ist der nächste Bereich. Also ist eine gigantische Höhle. Weg. Die Dinger nutzen uns nichts, also ich würde auch nicht denken, dass man jetzt damit Gabelstaplern umeinander fahren könnte. Also einfach verschrotten, was gut ist. Im Nordsektor, das haben wir schon. Ja, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Gut, passt. Ich denke, dabei belasse ich es jetzt mal hier im Nordsektor. Wir schauen uns den nächsten Sektor an. Moment, da ist irgendwas. 40. K.
Kalkstein, noch mehr Kalkstein. Da war irgendwas. Ist da der nächste Durchgang etwa? Nee. Also gut. Da ist jetzt wieder der Vault. Das Zimmer. Jo, die Bereiche sind jetzt miteinander verbunden. Das heißt, was ich in die eine Werkbank reinschmeiß, das steht mir auch in der anderen zur Verfügung. Und ich kann jetzt hier auch in einem Bereich verschrotten, bei dem es neulich nicht ging. Letztes Mal habe ich den Vault bis hier runter geführt. Also das geht schon, wenn man sich mit den Bauelementen auskennt. Gut, nächster Bereich. Wir machen das jetzt im Uhrzeigersinn. Was? Im Uhrzeiger? Ja, im Uhrzeigersinn. Nächster Bereich ist freigeschaufelt. Wenn das Schaufeln wirklich so schnell geht, das grenzt ja an Magie. Und hier endet der Bereich. Jetzt müssen wir hier wieder den nächsten Sektor freischalten. Achso, ich könnte mal mein Inventar entlasten. So. Und da ich es so gemacht habe, wie ich es gemacht habe, muss ich jetzt nicht extra... Ich bin gleich da. Ich lass mal eine Diagnose... Muss laufen, während du arbeitest. Ich wollte ja nicht dran arbeiten. Ich wollte ja einfach nur mein Geraffel reinschmeißen. Das ist nicht... Moment. Ich könnte das eigentlich gleich gescheit machen. Jetzt ist das Baumenü weg. Typisch. Na gut, dann halt nicht. Das kostet mir jetzt zu viel Aufnahmezeit, deswegen mache ich das jetzt so. Untergewehr, das hier. Kampfrüst. Nein, nicht den Minuteman-Hut. Immer wieder passiert mir das mit diesem Minuteman-Hut. Das Kammersägers Rüstung. Und dann das hier. Den Mais, Mutterbeere, Nuka-Cola kann weg, Psycho. Teerbeere, das Todeskranfleisch, verstrahltes Blut, Whisky weg. Jetzt geht's hier eigentlich jetzt schon weiter? Sind da jetzt schon Siedler da? Schrott. 249, weniger wird's wohl gerade. Ich habe die ganzen Roboter-Dinger da noch dabei. Ach, oh Gott, was soll's. Bauen wir schnell eine Roboter-Werkbank. Ah, da ist wer gekommen, okay. Wenn das so ist, hat das Vorrang. Hallo? Ich wusste nicht, was mich erwartet. Hiermit hatte ich sicher nicht gerechnet. Sieh dir das alles nur an. Warte mal, den Minuteman-Hut vermisse ich. So. Nett. Queststatus. Finde die Steuertafeln, aktiviere bla ein Hilft der Aufseherin bei der Befragung der Kandidaten. Jawohl, das möchte ich jetzt tun, gerne. Wenn es irgendwie geht. Ja. Hi. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Hiermit hatte ich sicher nicht gerechnet. Ist das eine Falle? Versuch's lieber gar nicht erst. Und du? Entschuldigung? Wow! Ich meine, einfach nur wow! Gut, ist wohl nicht die hellste Leuchte. Was haben wir denn da? Achso, das ist schon wieder drüben. Mal rum ums Eck. Vielleicht sollte ich erstmal das bauen, was ich gerade vorhabe, mal einen Gedanken zu Ende bringen. Gut. Ich werde jetzt hier eine Roboterwerkbank hinstellen. So, ungefähr. Die kann ich ja mühelos versetzen, wenn ich hier mal Ordnung geschaffen habe. Und dann neben die Roboterwerkbank stelle ich jetzt einen Werkzeugkasten. Und da tue ich die Robotermods rein, damit ich wieder ein sauberes Inventar habe. So, Werkzeugkasten. Und das machen wir hier direkt daneben, neben der Steuer, neben dem Steuerdings da. Munition, aggressive Tropfen. So, sieht schon besser aus. Gut.
Wenn ich eigentlich schon dabei bin, kann ich die anderen Werkbänke gleich dazustellen. Ich müsste jetzt genügend... Herstellung. Konzentriere dich. Ammo Press Bench ist auf jeden Fall eine gute Idee. Die stelle ich mal hierher. Dann ein Herd, den stellen wir jetzt da drüben hin. Bis auf weiteres. Kochstation, ja, das ist jetzt der Herd. Laborstation haben wir schon. Powerrüstungsstation. Nö, muss ich jetzt noch nicht bauen. Rüstungsstation. Schnappt nicht ein, ne? Gut. Aber ich stelle es jetzt trotzdem erstmal hier hin. Das muss noch keine Ordnung haben, das wird schon noch. Und die Waffenwerkbank. So, dann habe ich jedenfalls schon mal alles, was ich hier brauche, von der Powerrüstungsstation mal abgesehen. Die baue ich jetzt einfach nur pro forma daher. Für den Fall, dass ich wirklich mal sowas brauche, um eine Rüstung zu reparieren. Jetzt ist aber wirklich alles gut. Und wir kümmern uns um... Ja. Da ist Nick. 5. Hä? Was? Wohin soll ich? Ach da. Was machst denn du hier? Hey. Bald wird das ein echter Wort. Unsere erste Fuhre Bewohner kommt an. Ja. Hoffentlich gibt es ein paar neue Bewohner, die wir begrüßen können. Irgendwas ist hier gerade nicht richtig. Vielleicht sollte ich das erstmal ignorieren und den nächsten Bereich erforschen. Das bringt jetzt nichts, wenn ich diesen blöden. Ich rede nochmal mit denen, vielleicht geht ja jetzt was. Aber es ist offensichtlich. Hilft der Aufseherin bei der Befragung der Kandidaten. Entschuldigung. Wow! Ich meine, einfach nur... Wow! Mehr kann ich mit dem im Augenblick nicht machen. Gut, lassen wir das. Das wird dann vielleicht was für die nächste Folge. Achso, ich brauche das Baumenü, dass ich wieder... Nee, brauche ich nicht. Ich habe das schon freigeschaufelt. Ja, würde mir aber gefallen, das in Folge 100 zu haben. Red jetzt endlich mit mir, Kruzimuckel. Hoffentlich gibt es ein paar neue Bewohner, die wir begrüßen können. Die hat jetzt keinen Bock mit mir zu reden. Ich kann es nicht ändern. Gut, wir machen weiter, bevor wir hier sinnlos nichts zustande bringen. Video läuft. Ich hasse das, wenn ich sowas mache. Und bei laufender Kamera klappt was nicht. Ist wieder irgend so ein komischer Bug. Hoffentlich muss ich mir nicht wieder einen Cheatcode raussuchen. Willst du dir eine Sammlung aufbauen, oder was? Auf jeden Fall. Warte mal. Wow. Das nenne ich Treffunsicherheit. Da draußen steht man vom Teufel. Das war wohl der Letzte. Oh, der Teufel war es jetzt nicht, aber ein Satansbraten wird draus. So. Da Steampack. Mal schauen, vielleicht schaffe ich es ja. Hier stehen ein paar Bauelemente. Was ist denn das Kleine? Ist das auch eine Malurfratte? Ist das ein Junges? Ja, irgend sowas. Gut. Ja, ich find's nicht schlecht, wenn mich die Viecher angreifen. Dann brauche ich dem Maulwurf Rattenfleisch nicht hinterherrennen. Gut. Mein Alien-Gewehr. Auch eine Mod, die ich erst seit
kurzen hab. Was war das? Da war doch gerade ein Geräusch. Habe ich doch jetzt nicht gehört. Ja, versteck dich nur hinter den, hast du recht. Wir sind hier. Irgendwo. Sind das Bilder? Oh. Eieieiei. Verdammt. Mann, die halten was aus. Also da ist das Schwert aber effektiver. Ui, durchschlagend automatisch. Lasergewehr ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Das ist nicht schlecht. Das war eine legendäre Maulwurfsratte. Warum hat die so viel ausgehalten? Ach, ich könnte mal eine Mutantenbeule essen. Reicht eine nicht, das müssen schon zwei sein, dass das was bringt. Aber ich spare mir eine Rad-X, Rad-W meine ich. Ja, darum mag ich diese mutanten Hundenkeulen recht gerne. Nordeast-Sektor. Habe ich jetzt hier die Werkbank übersehen? Oder kommt die noch? Wie sieht denn das eigentlich gerade auf der Weltkarte aus? Wo bin ich denn gerade? Ja, zeigt er mir nicht an. Also ich hab ja gedacht, man sieht vielleicht, wo ich mich befinde. Wo unter der Erde, also in Koordinaten. Maulwurfsrattenbrutmutter. Das ist Muttertier. Hat die irgendwas, was die anderen nicht haben? Nee, dasselbe Zeugs. Speichern mir ahnen. Mir schwant einiges hier. Und dieses Schwert, mit was haben die mich gerade infiziert? Ich habe so einen komischen grünen Belag. Ich glaube, ich will es gar nicht so genau wissen, was das ist. Hey, da war eine Kultur dabei. Jetzt behalte ich aber das Schwert, das scheint gegen die Viecher genau die richtige Waffe zu sein. So, Klebeband-Tapping und Supranew Frostmittel. Voltec-Steuertafel, genau, das Ding brauche ich ja. Klebeband und Gedöns. Und jetzt, ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ich könnte jetzt da raus, dann wäre ich in einem ehemaligen Laden, also in irgendeinem Geschäft. Na, komm her. Bis dann! Genau. Jo. Also ich finde Schwerter nicht schlecht, auch in diesem Spiel. Mutantenhundekeule. Solange der Vorrat reicht und wenn ich es aufbrauche, das macht nichts. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Komme ich da rein? Nein, keine Tür. Da will ich jetzt noch nicht hin. Ich will jetzt erstmal darauf. Eventuell könnte es nützlich sein, den Hintereingang frei zu machen. Flaschenkürbis, Ölkanister, Aluminiumkanister. Ach, das kann ich erst wegmachen, wenn ich die Steuertafel eingesetzt habe. Dann kann ich diese Wand einreißen. Gut, dann folgen wir dem Questmarker. Da ein E-Mail-Gedöns, Aschenbecher und ein Tresor, der ist sogar offen. Vorkriegsgeld, Munition kann man immer brauchen. Selbst, also ich nehme ja Munition, wenn ich es im Übermaß habe, gerne als Notwährung. Wenn ich irgendwie noch was fehlt, dann gleiche ich das in Munition aus. Das mache ich dann mit Munition, von der ich mehr als 1000 habe. Und ja,
hat sich ganz gut bewährt so. Deswegen Munition immer mitnehmen, die wiegt ja nichts in dem Spiel. Und da ist die Werkbank. Steuertafel einsetzen. Yay. Nein. Und jetzt geht das muntere Verschrotten wieder los. Yay, ich will das umeinander verschrotten. Was bist du? Triebwerk, weg, 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 weg und... So, da oben war noch was. Das macht Laune, dieses... Das ist irgendwie macht das Laune, finde ich jetzt, ne? Enter, Zeug, bla. Die Gummimatten, die Gummi braucht man hier in zum für die Bauelemente vom Volt jede Menge. Ich habe zwar vorgesorgt und immer wieder ein bisschen Gummi angekauft. Aber wenn ich hier mal loslege, ist das bald weg. So, das weg, das weg. Das und das. Da bin ich schon im letzten Sektor. Gut, weiter in die Richtung. Jo. Und wenn ich jetzt hier einmal rum bin, dann versuche ich nochmal vorne die Sache mit dem Aufseher anzuleiern. Und vielleicht gibt es dann... Zwei Leute sind es bis jetzt. Immer schön wachsam bleiben. Ja, das so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Gut, dann. Die war. Oh, da ist ein Leuchtender. Der ist bestimmt übelst mutiert. Oh, ich bin verletzt. Üble Viecher, das. Was haben denn die Ratskorpionfleisch? Der hat nix. Die Waffe ist sowas von krass. Und dabei ist es nicht einmal eine Mod. Das gehört ganz normal zum Spiel dazu. Das ist Lorenzos Artefakt, ne? Falls ihr die Folge verpasst habt, ich zeige euch erst nochmal die Waffe, reden wir mal kurz drüber. Diese hier, die ist natürlich von mir schon ein bisschen verbessert worden, allerdings nur im Rahmen des ganz normalen Spiels. Verbraucht Gamma-Patronen und es ist im Prinzip eine Gamma-Kanone mit einer besonderen, mit einem besonderen Artefakt mit drin. Das habe ich bekommen, indem ich zum Haus der Cabots bin. Irgendwann war es soweit, dass die mir freiwillig die Quest gegeben haben, hier Haus der Cabots. Die lassen einen nicht gleich rein. Aber ich habe es ja so gemacht, ich war bei der Irrenanstalt, hier, wo ist er denn jetzt? Und hatte dort, genau hier, Parsons State Irrenanstalt. Die ist nördlich vom Slog. Da habe ich alles platt gemacht und irgendwann war ich dann beim Bunker Hill. Und dann hat mich ihr Diener angesprochen. Und mich auf die Sache aufmerksam gemacht und hat aber gesagt, macht aber nichts, wir suchen noch fähige Mitarbeiter, weil so überhaupt nicht nachtragend. Und dann ging die Quest los, die Ereignisse haben dafür geführt, dass wir diese Lorenzo-Waffe bekommen haben. Das nervt gerade ein bisschen hier. Ich werde mal ein Menü machen, wo ich dann in ein Menü komme und nicht in so ein Dings da, wenn ich mich jetzt verklick.
Kalkstein. Irgendwo ist hier bestimmt noch mal eine Wand, die ich einreißen kann für den nächsten Bereich. Genau, da war die Wand. Und schon sind wir im nächsten Bereich. Ist das jetzt... Ah, da war ich schon. Genau. Da hat man... Da liegen die Überreste von dieser legendären Ratte. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Diese... Das Viech mit der besonderen Waffe drin. Mit dem Laser. Gut. Ihr hört es gerade. Ich werde jetzt hier offscreen einfach noch ein bisschen verschrotten. Und dann nehme ich euch wieder mit für die Freischaltung des nächsten Bereichs. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen.